Herzlich willkommen, Leute, zur nächsten Folge von unserem Multiplayer-Projekt in Farming Simulator 22 und unserem Wirtschaftssimulator 22. Mit Hallo, dabei. Leute! Genau, mit dabei ist Leon. Und ja, wieder lecker drin. Wir werden jetzt mal die neue Ballenpresse ausprobieren. Die Fahrrille, die jetzt hier drin ist, finde ich jetzt aber irgendwie ein bisschen sehr panne irgendwie. Ich habe mit Durchfahrt klar, ist eine Fahrrille drin, aber mit Durchfahrt kann eigentlich keine Rille drin sein. Leon ist gerade am Kalk schmeißen. Boah, versuch's zumindest. Funktioniert zu semi. Aber wie immer halt bei mir. Wie Kai, keine Ahnung. Das liegt mir irgendwie nicht in der Liste. Kannst ja am Ende fertig bis mal die süßen Miniballen begutachten. Ich hatte den Teil ja eben schon gesehen. Ich würde dann sagen, dass diesmal Leon dann quasi den Stoppelsturz macht und wir diesmal grobern, um ein bisschen Abwechslung in die Videos reinzubekommen. Aber wir müssen dann erstmal gucken, wie wir die Miniballen vom Feld bekommen, weil dafür gibt es nämlich keinen Sammelwagen. Ja. Kann ich mir, wüsste ich zumindest nicht, dass es dafür einen gibt. Wahrscheinlich sind die so leicht, dass man sie mit der Hand wegtragen kann. Das ist wahrscheinlich. Guck, kannst du ja gleich mal nachschauen. Am Anfang nimmt man halt die günstigste Ballenpresse, die man hat. In der Miete, und das ist halt die neue Mini-Ballenpresse hier. Nichts Fancyes, einfach nur eine Ballenpresse. Oh. Wobei ich würde sagen, wir haben gut gehaushaltet bis jetzt mit unserem Geld. Wir sind bei 130 oder 136 haben wir gestartet und jetzt noch bei 117. Also ich glaube, wir machen das schon ganz gut. So. Weil am Anfang bleibt dann einfach nichts anderes über aus als Mieten. Wir müssen auch mal gucken, ob man die verkaufen kann. Ich glaube nämlich nicht. Wahrscheinlich werden wir die dann einfach lagern, wenn wir später Kühe machen. Einfach mal gucken. Ich find's witzig, bei deinem Feld sind keine Fahnenrennen drin, bei mir schon. Nein. Wo ich ja eigentlich auch nur geradeaus war. Überwiegend. Keine Ahnung, ist ja auch nicht so wild. Nö. Die Ballenpresse können wir dann tatsächlich nach dem Feld auch erstmal zurückgeben, weil wir als nächstes Jahr Raps machen und da kommt ja kein Stroh bei raus. Ja. Im 19er ging das per Modifikation, ja, aber jetzt hier momentan standardmäßig geht es nicht. Bin ja auch ein bisschen blöd, dass sie das noch nicht reingemacht haben. So als Standarddings. Hätte man ja machen können, finde ich. Boah, es wird bestimmt wieder als Mann kommen, denke ich. Ja, stimmt.
Weil sieht man Leons erste Kurve sozusagen mit dem Drescher, wo er nicht dran gedacht hatte, dass er noch hinten Stroh ausschmeißt. Aber ansonsten sind die top, die Schwaben. Aber ein bisschen was bei ihnen habe ich ja doch. Dann ist alles vergessen, habe ich noch nicht. Noch. Ich finde auch den Pressensound echt super gelungen. Das klingt richtig real. Eben hat es in der Handsymbol, jetzt ist er irgendwie weg. Also kann man sie wahrscheinlich in der Theorie mit der Hand aufheben. Ja, kannst du auch. Aber der Punkt dafür zu finden ist wieder. Vor allem, ob du jetzt läufst oder nicht, das spielt mittlerweile keine Rolle. Der lässt sie ab einem gewissen Punkt fallen. Vielleicht einfach in den Anhänger reinwerfen und den Anhänger dann auskippen. Wollen wir das mal ausprobieren? Das Silo ist leer. Ja, ich weiß, dass das Silo leer ist. Ich wollte das Ding ins Zolllager schmeißen. Hier. Da haben wir 700 Liter. Ja. Silo ist leer. Ja, ich weiß, dass das leer ist. Ich weiß nicht, vielleicht, wahrscheinlich gibt es doch schon doch irgendwas zum Da ist ja irgendwie Strohlager, aber man kann da nichts lagern. Ja, wahrscheinlich wie beim 19er nur loses Stroh. Ja, kann sagen. Aber tatsächlich finde ich, auch im 22er ziehen sich die Aufgaben irgendwie ganz schön hin. Selbst durch hier Ballen pressen, kommt mir echt lange vor. Ja, irgendwie könnte das alles sein, ne? Länger vor. Ja gut, wir haben jetzt auch kleine Träger, wir fahren jetzt nicht mit 40 übers Feld so ungefähr rein. Beinpressen. Ja, das stimmt auch, aber ich glaube, das ist einfach ein bisschen mehr auf realistisch angelehnt, dass das alles ein bisschen länger dauert. Weil ja jetzt quasi die Maschinen und so bergauf und so langsamer werden, etc. Ja, das kannst du halt sagen. Und würde funktionieren, auf Anhänger zu schmeißen? Das jetzt funktioniert. Vater, es kommt noch gleich. Ja, schon, dass es dafür irgendeinen Sammler oder sowas gibt. Ja, nicht, dass das in der Sache ist. Ja, wahrscheinlich sollst du es wieder mit einem Stapler oder so Kram machen. Ja, ist was gesagt. Ich glaube, wenn du die einzeln mit so einer Heugabel aufpiekst, dann kriegst du Rappel.
Jetzt werden andere wieder sagen, wir cheaten, weil wir die jetzt in den Anhänger einfach reinschmeißen. Ich glaube tatsächlich, dass man es bei so kleinen Ballen in echt nicht viel anders macht. Da hat man auch irgendeinen Anhänger hinten dran. Work smarter, not harder. Wie war das? Keine Ahnung, die haben 32 Kilo, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt als klein bezeichnen. Das ist so typische Osterfeuer. Heuwein. Ihr Stadtkinder kennt sowas natürlich wieder nur von den. Ja, oder als Futter benutzen, tun wir es eher klein. Da zum Auslegen von Pferdeställen und sowas, das ist ja auch oft, dass du so kleine Streu-Dinger oder was. So Leute, die letzten zwei Bahnen, glaube ich. Ja, hier vorne ist auch noch einmal was. So. Fahren wir hier die 1-2 Reste mitnehmen, die ich gerade. Ja, hier vorne bei mir ist auch so was. Blickt habe. Wie gesagt, fürs erste Mal Ballen pressen, dachte ich, reicht vollkommen aus. Ich will gar nicht wissen, wo wir die loswerden. Wahrscheinlich tatsächlich nur dann bei unseren Tieren irgendwann. Ich glaube nicht, dass man hier einfach so verkaufen kann. Müssen wir mal gleich ausprobieren. Das ist mal klug. Warte mal, ey, ganz ehrlich, wenn du alleine, ich weiß nicht, wie viele Beine ich da jetzt reingeprügelt habe schon, aber wenn du das alleine machst, ey. Mhm. Ey, da wird's gerade, hätte ich auch keine Lust drauf. Ein Bein sind 32 Kilo. Cool. Klar, ist im Vergleich jetzt nicht viel, aber schon Gewicht. Weiß ich, glaube, bei kann ich nicht mehr reinstopfen. Ja, das ist sinnvoll. Kann man so sehen, ja. Zuckerrübenmilch. Was ist das, Heu oder Gras? Wenn man. Ja, stimmt, Heu ist ja getrocknetes Gras. Ne? Da war ja was. So, dann können wir die schon mal zurückgeben. Kleine Süße. Beinpresse. Jung, Massenheizkraftwerk. Wo ist das denn ganz? Hallo? Ah, da hinten ganz. Soll ich da mal hinfahren? Ja. Kannst du ja versuchen, irgendwie auf den Punkt oder so zu schmeißen. Abdeckung schließen. N. So. Weiß zwar nicht, ob es was bringt, aber ich mach es einfach mal. Ich hätte also jetzt ein Biomasse-Heizwerk, ja. Ja, ich kann auch zum Viehmarkt fahren, aber ich weiß nicht, was näher ist jetzt unbedingt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das beides relativ weit weg.
Ich weiß nicht, frei nach Schnauze. Ich guck jetzt echt nicht auf die Karte. Holz kaufen steht hier, okay. Ah, ein schickes Gebäude. Oh, die Maistextur ist ja richtig nice. Da waren schon zwei weniger. Hey, ihr beiden. Nicht abhauen. Zum Bein aufs Ablegen. Ja. Über Stück hatten keine Lust mehr. Anhänger. Aber eigentlich, ey, wenn du eine Plane draufschmeißt, sollte es auch nicht zu sein, ey. Sollten auch Beine eigentlich nicht mehr abhauen können. Das Biomassenkraftwerk, das ist echt schon weiter weg. Ja. Ja, hört sich auch immer so. Man kann ja nicht einfach sagen Biokraftwerk. Das hört sich ja heutzutage minderwertig an. So, wenn ich das sage, Leute. Das hört sich ja heutzutage nicht mehr nett genug und gut genug an. Eieieiei, Alter. Kämpf dich hoch, Romy. Dieser Anhänger kann zum Transport von Paletten benutzt werden. Nicht das, was ich suche. Ich will ja nichts sagen, ich fahre immer noch dahin. Ich bin immer noch auf dem Hinweg. Ach, du stehst da schon? Ich stehe da, ja. Traubentechnik, Zuckerrohrtechnik. Auch so schön, dass es so eine kleine Dings ist, Feldstraße. Da hinten. Brummi, beweg dich, bevor die Bahn kommt. Hinten in der Ferne kommt er. Nee. Ja, wir sehen, ob da was passiert oder nicht. Bringt was. Aber probieren. Na, schade. Das hier abkippen habe ich schon geguckt. Geht aber eigentlich für die beiden. Na klar, hätten wir jetzt einen vernünftigen Anhänger, wäre das vielleicht noch mal schöner. Chaos räumen. Blüm. Blüm. Ja. Hey. Du fährst jetzt hinten mit. Mach die Plane drauf, das passt schon. Ja. Arbeitssicherheit geht vor. So, kannst du mal als Beifahrer reinsteigen? Nee, dann. Leute, ich würde sagen, wir machen das jetzt kurz auf Screen-Ende, damit wir in der nächsten Folge wieder was anderes machen können. Es funktioniert auf jeden Fall, weil ich kann die beiden verkaufen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, das letzte Wort lasse ich hier leben.
Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn die Two Operator wieder auf ihrer Two Operator Farm am Farmen sind.